Ich besuche die Dame zum ersten Mal. Darf ich noch jemanden treffen? Also die Situation, sie kommen, ich weiß nicht, also im Moment jetzt meistens nach Kiew und sie haben ein Treffen mit einer Dame geplant. Ist das legitim? Ist das erlaubt? Ist es okay, noch jemanden zu treffen? Zum ersten Date absolut. Absolut. Sie haben Reisekosten, sie haben ja eventuell auch Agenturkosten, wenn sie über mich irgendwo hinfliegen. Das erste Date ist das erste Date, das ist nur Beschnuppern, deswegen die erste Phase ist Beschnupperphase. Das ist das erste Date. Sie können ganz gern auch andere Frauen treffen. Es ist ihr Leben und sie müssen wirklich entscheiden. Und damit sie entscheiden, ob sie mit dieser Dame oder mit anderer weiter im Kontakt bleiben, müssen sie diese Damen treffen. Durch das Schreiben werden sie wirklich wenig herausfinden, weil nur der persönliche Eindruck zählt. Also eigentlich sie treffen sich mit den Frauen schon wieder, wie ich schon gesagt habe, Gentleman genießt und schweigt. Sie müssen wirklich die Damen nicht informieren, dass bei ihnen noch fünf, sechs andere Dates geplant sind. Also sie versuchen es etwas intelligenter zu verpacken. Sie erzählen nicht, wenn die Dame direkt fragt, ich habe schon mehrmals gesagt, wie man eine abweichende Antwort findet. Gestern, genau gestern. Also gestern ist bei uns eine schon wieder Lebensgeschichte passiert, weil genauso in der Partnervermittlung, es ist wirklich die Arbeit, wo jeden Tag irgendwas passiert. Also ein Kunde von mir ist gerade in Kiew und er hat durch Mr. Juni mit einigen Damen geschrieben und dann hat er ein Date für gestern vereinbart. Also eigentlich, er sollte eine Dame von Mr. Juni gestern treffen. Aber er war in Kiew und ich habe gedacht, ja, okay, ich habe noch eine ganz interessante Dame bei uns in Kiew und ich habe ihm vorgeschlagen, also wollen Sie vielleicht auch noch eine Dame treffen? Das heißt, er hatte ein Date und Mr. Juni Dame. Also eigentlich ja zwei Dates. Er hat meinen Vorschlag, also meinen Partnervorschlag getroffen. Es hat funktioniert, die Dame hat ihm sehr gut gefallen und sie haben vereinbart, sich wieder zu treffen. Und nach diesem ersten Date mit Vorschlagdame sollte er zur Mr. Juni-Dame zum Date gehen. Und natürlich, wie es wirklich passiert, das Leben schreibt eigene Geschichte. In der winzigen Stadt Kiew, also wirklich, die Stadt ist winzig, in der winzigen Stadt Kiew, die erste Dame hat ihn dabei gesehen, dass er mit der zweiten Dame irgendwo, ich weiß nicht, essen war. Am gleichen Tag, also mit der ersten Dame hat er schon ja, das weitere Treffen geplant, mit der zweiten Dame, also von Mr. Juni, es hat nicht gefunkt. Also er hatte kein Interesse, aber trotzdem, die erste hat ihn gesehen. Sie hat ihn nur gesehen. Aber er hatte so interpretiert, dass sie ihn erwischt hat. Und nach dem Date hat er angefangen, die Dame anzuschreiben. Es ist nicht so, was du denkst, also ob sie seine Partnerin ist. Es ist nicht so, was du denkst. Und dann hat er auch die Geschichte geschrieben, als ob ich als Agentur das Treffen vereinbart hat und dass er angeblich kein Handy hatte. Und er konnte das Date nicht absagen und er hatte kein Handy von dieser Mr. Junior Dame. Deswegen sollte er zum Date erscheinen, damit die Dame wirklich. Also zu viele Kleinigkeiten, zu viele Details. Die erste Dame, also mein Partnervorschlag, sie hat wirklich dabei nichts gedacht. Also sie hat ihn gesehen und für sie ist das eigentlich ja absolut okay. Er ist in Kiew. Das ist sein Leben, das ist seine Zeit. Vielleicht hat er das Date wirklich früher ausgemacht. Und es ist absolut okay, dass er mit einer Dame Kaffee trinkt. Und es könnte sein, dass das ist kein Date. Es könnte sein, dass er eine Dolmetscherin ist. Das heißt, die Dame hat wirklich nicht dabei gedacht. Aber der Mann war wirklich so in seinem Schuldgefühl, als ob seine Ehefrau ihn mit Geliebte im Bett erwischt hat. Und er hat angefangen, diese Entschuldigungen zu schreiben und irgendwelche Erklärungen zu suchen. Und die Dame wird ihn wieder treffen. Also eigentlich, sie hat es akzeptiert.
aber in ihren Augen diese Erklärungen haben die Sache schlimmer gemacht. Dass ihr eine Dame ja zum Kaffee getroffen hat, ist absolut okay. Sie kann es akzeptieren. Aber dass er sofort angefangen hat, irgendwelche Entschuldigungen zu schreiben, das war ein bisschen zu viel. Deswegen, also wir schauen mal, wie die Geschichte sich weiterentwickelt. Also, mein Ratschlag, wenn Sie in einer Stadt sind, planen Sie vielleicht oder denken Sie darüber nach, dass Sie vielleicht noch ein paar Dates hätten. Wenn mit Ihrer Favoriten es nicht klappt, dann haben Sie Plan B, Plan C. In der ersten Phase, das ist absolut in Ordnung, mehrere Dates zu haben, weil die Dates, die ersten Dates, das sind die Dates. Und wenn Sie schon bestimmte Reisekosten getragen haben, dann, ja, dann müssen Sie die Zeit wirklich nutzen, um Ihr Single-Leben zu beenden.